keine Ahnung, was er gemacht hat. Hallo Maxi. Guten Morgen. Guck mal, wenn man hier die Tür aufmacht, kommt hier unten einfach so ein Mustang-Zeichen auf den Boden. Wir fahren jetzt den 49 Scenic Drive durch San Francisco. Das ist einfach so eine Strecke, wo man quasi alle Attraktionen sehen kann, die auch tatsächlich damals so von der Stadt auch vorgegeben sind. Also man findet auch überall Schilder hier. Das würde jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag dauern, aber wir haben ja Cabrio, wir haben Trinken, wir haben Essen. Ich würde sagen, wir sind gut ausgestattet. Wir sind hier in der Lombard Street. Irgendwie hat unser Auto jetzt angefangen zu hupen. Keine Ahnung warum. Maxi läuft jetzt hin. Ich glaube, wir sind kein Schwein. Irgendwie kommen wir alle hin. Gut, hat's gelöst. So, wir müssen jetzt das erste Mal tanken. Und weil wir nicht so ganz wissen, was wir jetzt reintanken sollen, geht Maxi jetzt mal schnell rein und fragt. Number 2, ja. Also man drückt auf Regular. Halt erst rausholen vielleicht. Ah ja, genau, es so, leuchtet. Gehen wir weg. Und jetzt getankt werden. Leute, wir stehen hier gerade auf so einem Militärfriedhof und auf dem Boden liegen hier so komische Früchte, Hülsen von den Bäumen. Weiß irgendeiner von euch, was das hier, dreh mal um, für Früchte sind? Wir haben nämlich keine Ahnung. Probier mal. Nein, hör auf, hör drauf. Ah, das hat einen Charme gerührt. Na, das giftig ist. Einen wunderschönen guten Morgen hier von dem letzten Tag in San Francisco, Tag 4. Wir sind gerade am Pier 39, weil wir nochmal die Seerobben bzw. die Seehunde nochmal tagsüber sehen wollen, weil wir bis jetzt hier immer nur im Dunkeln hier waren. Danach wollen wir noch mit der Cable Car fahren und dann gibt es den 70 Mile Scenic Drive. Nicht zu verwechseln mit dem 49 Scenic Drive, weil der ist hier in San Francisco und der 70 Mile Scenic Drive, dafür müssen wir 200 Kilometer weit fahren. Dadurch, dass wir aber eh noch das Auto haben und noch genug Sprit und wir das Auto nicht voll getankt zurückgeben müssen, haben wir gesagt, okay, machen wir das noch. Genau. Eben nicht so ganz drauf geachtet, in welche Linie wir einsteigen und haben
jetzt die falsche genommen. Aber zum Glück sind wir jetzt nicht am Arsch der Welt, sondern eigentlich sind wir sogar näher, oder, am Auto jetzt? Ja. Ja, also war eigentlich gut, dass wir die falsche Linie genommen haben. Gerade hier am Meer, an der Küste entlang, und eigentlich wollten wir schon, ich glaube, vor 20 Kilometern wieder Richtung Stadt fahren, aber es ist einfach so unfassbar schön. Wir hören gerade die ganze Zeit so passende Musik irgendwie dazu und ich will gar nicht mehr hier wegfahren. Mir gefällt es hier so unfassbar gut, Leute, ohne Scheiß. Genau das ist eigentlich das Kalifornien, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber leider ist es schon 6:30 und wir müssen wahrscheinlich demnächst dann mal irgendwann mal links abbiegen wieder Richtung Stadt, aber es hat sich so gelohnt, hier hinzufahren. Unfassbar.